Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade aufgewacht und bin oben bei Fabio in der Wohnung Jazz arbeiten. Und ich werde jetzt auch runtergehen, mich an meinen Laptop setzen und noch Videos machen. Da habe ich noch einiges vor und ich gehe jetzt runter. Oh, und ich habe nicht so viel geschlafen. Nicht ganz so geil, aber... Was soll's? Soll ich euch mal was Cooles verraten? Ich sitze übrigens die ganze Zeit schon am PC und schneide meine Videos. Und habe schon zwei geschnitten. Eins kommt gleich online und eins schneide ich jetzt noch. Sehr geil. Und das mache ich auch, damit ich morgen frei habe. Video frei. Und übrigens trage ich mein Merch. Der Link zum Merch ist in der Infobox. Das wollte ich euch aber nicht sagen. Sondern wollte ich euch sagen, dass mein Vlog-Kanal, dieser, auf dem ihr euch gerade befindet, ein Monat alt ist. Ich weiß nicht, ob genau oder ein Monat und ein Tag oder so. Aber auf jeden Fall ein Monat alt. Und wenn der Kanal seit 30 Tagen besteht, kann man sich eine benutzerdefinierte URL erstellen. Und das habe ich gerade getan. Das heißt, endlich kann man auch meinen Kanal gut aufrufen. Und zwar, wenn ihr einfach eingebt www.youtube.com/c/delionessa. Das ist voll geil. Weil so kann man natürlich den Kanal leichter finden und es ist generell leichter, da drauf zu kommen. Genau, das hat mich sehr gefreut. Das kann man erst machen, wenn der Kanal 30 Tage besteht und noch irgendwelche Kriterien, glaube ich, die ich aber alle erfüllt habe. Und die anderen Kriterien für das YouTube-Partner-Dasein habe ich ja auch erfüllt. Das habe ich euch auch schon gezeigt vor ein paar Tagen. Da muss jetzt aber nur noch mein Kanal von YouTube selbst überprüft werden. Die meinen aber, dass sie das bis Ende April wohl hinkriegen. Und dann ist eigentlich nichts mehr, was noch gemacht werden muss für diesen Kanal. Mega geil auf jeden Fall. Freue ich mich voll. Ja, voll cool. Und aktuell Abonnentenstand von diesem Kanal sind 1380, was ich auch echt cool finde, muss ich sagen. Ja, und ich würde sagen, ich arbeite jetzt noch ein bisschen weiter. Und so lange noch, bis Fabio kommt, und dann haben wir vorerst frei für heute, bis dann heute Abend, und dann gehen wir arbeiten in der Disco. Genau. Guckt mal bitte, wie sehr Nala es liebt, gebürstet zu werden. Das ist so lustig. Ey, die liebt das. Also die liebt ja generell, geschmust zu werden. Okay, jetzt findet sie die Kamera gerade interessanter. Nala, nicht mit der Kamera schmusen. Ach, da kommt so viel Fell raus, das ist echt unglaublich. Na, du kleine Schmusebacke, hm? Du kleine Schmusebacke. Die sabbert auch einfach immer alles voll, weil die das so geil findet. Ja, leg dich hin, Nala, komm. Mach die gemütlich. Schnecke. Und die Kamera ansabbern. Nee. Boah, wie viel Haare da rauskommt. Das ist echt herbe. Ja, haben wir's doch. Das ist schön, ne? Ich glaube, ihr hört gar nicht, wie laut sie schnurrt, ne? Dabei schnurrt Nala eigentlich gar nicht so laut. Aber wenn man sie so richtig geil bürstet, dann ist das schon echt laut, wie sie schnurrt. Für Nalas Verhältnisse vor allem. Ja, schön. Und schon wieder die ganze Bürste voll mit Haaren. Wer kennt's? Wer hat auch die Problematik gerade? Nala kann einfach nicht ruhig liegen bleiben. Die bleibt jetzt ein, zwei Minuten so. Dann steht sie auf, dreht sich ein, zwei Mal im Kreis, legt sich wieder hin. So. Oder sie geht. Ciao. Ja, erzähl. Was hast du da gekauft? Dafür wird immer Werbung auf Facebook gemacht. So ein, ja, wo man halt so... Ja, weil du die Cookies anhast. Was? Und das wahrscheinlich schon mal angeklickt hat. Achso. Ja, nee. Aber das soll wohl voll gut Haare entfernen. Tierhaare. Aber die Bewertungen waren auf Amazon recht geteilt. Also wenn es jetzt direkt kaputt geht, könnte das auch sein. Wir schauen mal. Ansonsten wird zurückgeschickt, wenn es scheiße ist. Oh.
3000 Jahre später. Excalibur. Nimmt auf jeden Fall hier rum. Und dann muss man wohl nur so machen. Und dann sind die hier drin. Und dann kann man das hier irgendwie rausholen wieder. Guck mal hier. Einzig, was hier gerade passiert ist, sind noch mehr Haare drauf, oder nicht? Irgendwie geht das, glaube ich, nur in eine Richtung, nur in die. So, auch nicht so das war. Ne? Wie viel hat das gekostet? 6 Euro. Ja, wobei, guck mal da. Und guck mal da. Bisschen geht schon. Ja, das Grobe, aber nicht das Feine. Ja. Jetzt hätte ich mir besser gewünscht. Und die kommen dann da raus. Okay. Wenn sich das gesammelt hat, das ist das wohl in klein. Okay. How? Hä? Zieh mal richtig. Ja, das geht nur bis hier. Dann hängt's. Ist das so? Ist das Absicht? Ist keine Gebrauchsanleitung irgendwo? Nee. Naja, ich werde das mal testen. Okay. Und heute habe ich so ein eine neue Werbung gesehen von einem Handschuh. Das ist auf jeden Fall so ein Handschuh und dann streichelst du so die Katze und dann hast du so gefühlt das ganze Fell am Handschuh. Von The Cat. Also eine zweite Katze. Ja. Yep. Okay. Oh, jetzt mach's nicht mehr, Mel. Mach, komm. Ach, danke. Hallihallo. Guck mal, wer da ist. Mein schöner Freund. Dein schöner Freund? Ja. Macht das auch mehr? Ja. Jo. Wir sind jetzt gerade im Westfalenpark, weil es recht schönes Wetter ist und wir ein bisschen spazieren gehen wollen. Warum guckst du mich so an? Darf ich nicht. Und gleich noch was essen gehen. Und so. Und jetzt laufen wir hier gerade lang. Und wir haben uns gerade dazu entschlossen, dass wir euch etwas erzählen. Etwas sehr Krasses. Naja, schon. Krass hört sich jetzt an, als würden wir hier irgendein Verbrechen begehen. Nein, aber es ist eine krasse Veränderung in unserem Leben. Ja, schon. Eine große Veränderung. Mal richtig, weil so krass ist es nicht, weil wenn du mal überlegst, es ist ja, ja aber schon an so. Sich die Tatsache. Ist ja trotzdem eine Veränderung, eine große, im Leben. Ja, auf jeden Fall. Es ist schon so, die Aktion an sich, nein. Warum nicht? Weil ich da lang gehen will, weil das sind die ganzen Spielsachen. Opfer du. Die Drehplatte und das Hamsterrad und so. Ja, erzähl mal, was haben wir denn so vor? Sag doch mal. Das ist voll. Na komm! Nee, das musst du machen! Nein! Na los, nein, du! Nein, du! Komm schon! Nein, du! Oh, Fabio, komm, wir sagen es zusammen! Kindergarten? Nein, das ist das Regenbogenhaus. Ja, danke. Komm, wir sagen es zusammen! Ja, was denn? Na, was wir vorhaben! Zusammen, synchron. Ja. Funktioniert bei doch. Dir nicht. Du bist nicht wir der machen synchron. Bei drei. Okay. Ah, du musst auch machen. Ja, ich sag doch. Ja, machst du bestimmt nicht. Dann mach ich 1, 2, 3 und ich sag. Und du sagst. Mach ich so. Ja. Nein, du musst auch, okay? Ja, okay, los. Okay, warte, wir gehen. Wir überholen das schnell. Wir müssen hier lang. Okay. 1. 2. Machst du auch? Ja, du hättest jetzt so 3 gesagt. Ja, okay. 1. Jetzt sag ich sie. Oh, doch, Fabio. 1. Nein, los, sag. 2. Sag doch einfach. Du musst mit sagen. 1, 2, 3. Wir ziehen zusammen. Klappt doch. Ja. Hier lang oder nicht? Nein, wir müssen an den Spielsachen lang. Kennst du dich hier überhaupt aus? Ja. Scheinbar nicht. Ja, aber. Oh, ist das schwer. Ja? Ja.
Das nennt man auch Armtraining. Isometrisches Training. Einfach chinesisch. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei, uns eine Wohnung zu suchen. Wir gucken einfach, wenn was passt. Passt, wenn nicht, dann nicht. Also wir haben keine Eile oder so. Genau. Weil einfach eine Wohnung bei uns überflüssig ist. Und wir zusammen hocken, wenn wir beide zu Hause sind. Und wir können aber nicht zusammen in eine Wohnung von uns beiden ziehen, weil das passt einfach nicht. Nee, absolut nicht. Genau. Und wenn ihr Lust habt, können wir euch ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. So, wenn wir uns Wohnung anschauen oder so. Oder halt irgendwas in der Richtung machen. Ja. Das ist unsere Ankündigung, aber ist ja schon was Krasses. Ich meine, Umzug alleine ist ja schon krass. Das ist ja, ja stimmt eine schon. Krasse Lebensveränderung. Ich wollte nur damit sagen, ja klar, es ist schon was Krasses, aber ich wollte nur damit sagen, ja, es ist nichts Negatives. Nein, es ist aber auch nicht in der Hinsicht Neues, weil wir das schon halt so machen. Ja. Wir leben ja schon zusammen, sozusagen. Naja, ich meine, trotzdem steht ein Umzug vor der Tür und wir ziehen beide zusammen. Ja. Ja. Und jetzt laufen wir durch den Westfalenpark und gehen auf Spielsachen spielen und danach was essen. Ja, Mann. Aber erst spielen. Du gehst in dieses Hamster. Oh nein, ich glaube, das Mädchen geht da rein. Nicht. Schade, soll ich so rausboxen? Ja. Dann gehen wir halt auf das nächste Spielzeug. Hallo, wir sind jetzt im Schwimmbad. Wir sind einfach auf der Arbeit und essen. Und ich habe Nudeln mit Rinderstreifen. Und du hast Schnitzel mit Kartoffelsalat. Und Pesto und Tomaten und. Und alle. Und Rucola und. Hauptsache Fleisch. Lass es dir schmecken, Baby. Gönnt es euch. Tschüss. Fein, tschüss. Wo soll ich anfangen? Du musst es reinpieksen, ob flüssig ist. Oh ja. Geil. Siehst du das? Geil, ja. Tschüss. Oh, Scheiße. Sie hat mich erwischt. Oh. Nala untersucht gerade die ganze Zeit die Wand. Sieht's gut aus. Da warst du, glaube ich, noch nicht um. Da haben wir's. Was? Wir müssen jetzt leider arbeiten. Wir haben noch ein bisschen Grace geguckt. Und jetzt geht es arbeiten. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein ganzes Leben besteht nur aus Arbeiten und Studieren. Arbeiten, Studieren. Das ist leider so. Zwei Jobs, ein Studium, fickt mein Leben. Heute ist übrigens Steady Geburtstag. Wir haben live Leute da. Beginner Soundsystem. Geil oder geil? Ich kann nicht mehr und mein Nagel so. Eine Runde Mitleid. Bitte nicht was. Ja, aber mein Nagel ist abgebrochen, das ist nicht schön. Hast du noch neun andere? Männer. So. Ich platziere euch jetzt. Wo ist Fabio? Ciao. Wie ciao? Nix ciao. Was hast du für ein Handy? Knock. Ja, geht das hier auch mal ein Lied weiter? Mach mal auf die Scheiße, keiner will seine Musik hören. Ey, Amadou? Könnte auch ein Pornos-Lied sein. Pressure we hot. Ganz schön, ist okay.
7 Minuten vor 6. Geht doch. Eigentlich. Ja, aber ich meine, dass es erst 6 ist. Geht. Klar. Für mich nicht. Ich hätte einfach von 6. Naja, so platzheimmäßig geht das schon, klar. Kann jetzt mal gehen. War ja komischerweise weniger los als gedacht. Als gedacht, ja. Ja. Hätte ich auch nicht gesagt. Ich habe eher gedacht, die reißen uns die Bude ein, aber ja. Voll nicht. Ja. Ist ja voll geschmeidig gewesen. Geschmeidig. Ja, was waren das? 400 waren es. 400 auf das, ja, 400 auf jeden Fall, aber mehr nicht. Das ist eine richtig angenehme Arbeitszeit. Ja. Das war ganz chillig, ohne Stress und nichts. Aha, du? Ja? Könnt ihr gleich das Obst und die Tücher mit den Schirmhans nehmen? Ich habe keinen Schlüssel. Ja. Aber erst mal Küche sagen. Bitte! Aber... Du bist doch in Deutschland. Ich bin ein Deutschland. Immer Küche sagen. Nein. Wir sind doch in Deutschland. Ich bin ein Deutschland. Du Deutschland? Aber bitte Schirmhans. Und da will ich mit nach Hause nehmen. Also die Tücher und das, was da auf der Bar steht. Das, was da auf der Bar steht, ja, die beiden Eimer. Nee. Doch. Ja, da muss der noch was. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was geht, wie kostet das denn? Was? 2 Euro. Diese Schmerz. Auf einer Linie? Dann machst du da Rostfett. Von ja, was? Ich kann dir gleich die Sachen noch mit den Schirm machen. Ich hab keine Schüssel mehr. Was denn? Ja. Ja. Boah, wow, genau. Die Tücher und die beiden Großen. Mehr war für mich so wie. Nein. Hast du reingesteckt? Ja. So. Arturo. Von mir aus sag's leid. Was denkst du da? Ferme. Ferme. Haben wir jetzt alles? Ui. Okay. Jetzt bin ich. Ja, ich mach auf die. Hat der. Hervorragend funktioniert. Was kannst du eigentlich? Azzurro! Azzurro! Il pomeriggio troppo azzurro è lungo. Das brauchst du nicht mehr. Oh, hallo, das wird gerade gefilmt. Oh, was ist das? Das ist scheiße. Das ist mir weg. Oh. Tschüss. Okay. Jetzt verabschieden wir uns und gehen schlafen. Dabei. Mumps. Du bist ja ein Beauty von Mann her. Dankeschön. Gerne gesehen. So, komm. Ab. Okay, bye bye, gute Nacht. Tschüss, bis morgen.